Wir haben ja jetzt unter der Woche das Spiel gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal, das Halbfinalspiel, was aus meiner Sicht nicht nur sportlich wichtig ist, um mal wieder in einem Pokalfinale zu stehen, sondern ich glaube auch, dass das psychologisch nochmal einen Schub geben kann, wenn man das Spiel gewinnt, weil dann hat man, ist ja noch nicht mal Saisonziel, ins Pokalfinale zu kommen, aber dann hat man in diesem Wettbewerb quasi schon über den Erwartungen sich präsentiert und kann dadurch vielleicht dann auch wieder mit neuem Mut in die nächsten Partien gehen. Ja, ich hoffe, dass die Mannschaft sich einfach wirklich völlig frei machen kann jetzt von dem Ballast, egal wie er aussehen sollte, von den Verletzungsproblemen und so weiter, in dem Spiel nochmal mit einer ganz anderen Einstellung reingeht, vielleicht wirklich diese paar extra Prozente rauskitzeln kann. Eintracht Frankfurt ist definitiv keine Übermannschaft. Wir haben das selber gesehen in diesem eher mäßigen Auftritt von uns auswärts vor ein paar Wochen, wo wir ja trotz allem noch glimpflich davongekommen sind. Ja. Die Mannschaft muss man einfach unter Druck setzen, man muss schnell spielen, man muss aggressiv spielen. Das müssen wir alles zeigen, sonst wird es schwierig, weil das ist eine giftige Truppe, das wissen wir auch. Die haben jetzt 3-1 gewonnen gegen Augsburg, haben ein Spiel gedreht, also da war definitiv jetzt ein bisschen Selbstvertrauen auch möglich bei denen. Aber trotzdem, wenn wir auch mit der Mannschaft, die im Moment zur Verfügung steht, alles abrufen, dann ist aus meiner Sicht da auch ein Sieg, eigentlich Pflicht, muss man sagen, in einem Heimspiel. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Das wäre eins natürlich ganz toll, dass man mal wieder im Pokalfinale steht. Das wäre super, unabhängig davon, wie das dann ausginge. Aber ich glaube auch, dass sich die Mannschaft insgesamt einfach nochmal ein bisschen konzentrieren muss, fokussieren muss auf die Aufgabe, die kommt und vielleicht auch noch ein Schippchen drauflegen muss. Vielleicht haben wir auch Glück. Und bis Dienstag haben wir noch ein paar Rückkehrer. Bei Hazard gibt es noch ein bisschen Hoffnung. Der war gestern nicht im Kader, nee. Obwohl er eigentlich fast schon wieder, in Anführungszeichen, als gesund hat, glaube ich, Knieprobleme oder ähnliches. Ja, ja. Vielleicht ist er bis Dienstag wieder dabei. Das wäre natürlich schon ganz gut, dass man auf den Flügeln noch ein bisschen mehr Punch entwickeln kann. Bei Johnson sieht es auch wieder besser aus. Ja. Bei Raphael wurde gesagt, ganz klar, fehlt noch. Funktioniert nicht. Ja, ja. Bei Kramer ist, glaube ich, steht, glaube ich, nicht zur Diskussion. Da müssen wir ja überhaupt darüber reden, ob der, wenn über ein mögliches Pokalfinale wäre, der Fall wahrscheinlich ein Thema. Genau. Ja, weil ich hatte zwischenzeitlich mal irgendwo gehört, dass es wohl vom Heilungsverlauf her sehr vernünftig lief. Ja, aber gut. Ich glaube, er trainiert wieder individuell, aber. Okay, immerhin. Ne? Aber da hoffe ich einfach so ein bisschen drauf, dass auch natürlich die Atmosphäre, die natürlich wieder eine ganz andere ist, Flutlichtspiel, ausverkauftes Haus, geht. 2045, man weiß, worum es geht. Ja, es ist eigentlich die beste Chance, wenn man ehrlich ist, nach dem letzten Spieltag auf Europa, wenn überhaupt noch. Und wie gesagt, vielleicht ist das die erhoffte Initialzündung, die man vielleicht auch schon gegen Dortmund irgendwie erhofft hat, dass man da entsprechend für den Endspurt gerüstet ist. Sprechen wir kurz über Eintracht Frankfurt. Ich glaube, besonders Marco Fabian ist da eigentlich zurzeit derjenige, der so ein bisschen hervorsticht und eigentlich so ein bisschen jetzt Lebensversicherung war, um sie definitiv drin zu halten. Auch wenn er gegen uns einen Elfer verschossen hat. Ja, aber ein interessanter Spieler, hat am Anfang, als er vor, glaube ich, 2 Jahren kam, Riesenprobleme gehabt mit Südamerikaner mit der Akklimatisierung in der Mannschaft. Aber dass er grundsätzlich Fußball spielen kann, dass das eben so ein Spieler ist, der auch einen gewissen Glanz versprühen kann, das war, glaube ich, auch relativ schnell auch sichtbar. Wenn so jemand in Form ist, immer gefährlich. Ja. Frankfurt ist sehr schwer einzuschätzen. Ich finde, da sind viele Spieler, die sind in guter Verfassung wirklich gefährlich, können aber auch völlig untergehen eigentlich, wenn sie mal nicht so gut drauf sind. Auch so Leute wie Rebic, Hrgota, ich meine, müssen wir auch drüber reden, dass der natürlich auch zurückkehren wird, wieder an alte Wirkungsstätte. Schwierig. Also und wie ich eben schon gesagt habe, diese Aggressivität, dass es einfach auch eine Mannschaft ist, die gerne mal hinlangt. Da, ich meine, der Schiedsrichter ist Aytekin. Also ich bin mal gespannt, wie sich das auf uns... Freuen wir uns drauf. Zuletzt war er wohl, ich meine, zuletzt war er besser als jetzt so ein Stark zum Beispiel am Samstag gegen Dortmund. Ne? Wir müssen halt gucken, dass wir früh das Spiel in die richtige Richtung lenken, weil dann läuft auch alles häufig dann auch für die eigene Mannschaft. Ne? Aber wenn man natürlich einen schlechten Start erwischt... Ich will jetzt nicht den Teufel an. Du hast gerade Branimir Hrgota erwähnt, jetzt beim 3-1 gegen Augsburg hat er nicht getroffen, wo das Spiel aufgeholt worden ist. Aber wir kennen Hrgota ja auch so ein bisschen als den Pokalschreck. Also ja, ich glaube, auf internationaler Bühne und bei Spielen außer der Reihe hat er, glaube ich, so oft getroffen wie sonst nie. Ja. In der Bundesliga, glaube ich, ich glaube 2 oder 3 Mal. Das kann sein, ein paar, 3, 4 Mal. Aber gut. Ich meine, nichtsdestotrotz sollte man gucken, dass man gar nicht die Frankfurter häufig in die Situation lässt, wo Hrgota die Möglichkeit hat. Und im Moment, Frankfurt hat auch ein paar Verletzte, von daher Alex Meyer natürlich allen voran. Meint er, bringt Benesch von Anfang an, Hacking?
Also nach der Leistung von Strobel würde ich sogar sagen, ja. Und ich glaube, man kann einfach versuchen, mit Vollgasfußball das Spiel anzugehen. Von daher wäre es aus meiner Sicht in dem Fall gar keine schlechte Option. Denke ich auch. Also Traumszenario wäre ehrlich gesagt gegen Frankfurt ein relativ frühes Tor und dann kommen lassen, weil das ist eigentlich dann unser Spiel. Besser geht's nicht. Die Frankfurter werden wütend anrennen, weil es auch einfach eine unheimliche Mentalitätsmannschaft ist. Und da hat man, glaube ich, die größten Chancen, in Anführungszeichen, das Spiel dann relativ früh vielleicht sogar zu entscheiden. Aber schauen wir mal.